Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Heute zu Gast bei mir ist Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegut-Supermarkts in der Kaiserpassage oder Kaiserstraße. Ich sage hallo Erik. Hallo Carina, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Ich mache immer so eine ganz lockere, leichte Einleitung mit jedem Chef. Und es geht natürlich erstmal um die Songs, denn jeder Chef darf sich hier 5 Songs bei uns on air wünschen. Und der erste, den du dir gewünscht hattest, ist Ben Zucker, Was für eine geile Zeit. Was für eine geile Zeit, Ben. Genau, Was für eine geile Zeit. Wir haben 2019 meine Filiale eröffnet in der Kaiserstraße. Da hatten wir zur Neueröffnung eine geile Zeit und bis heute auch noch eine geile Zeit. Und das war der Wunsch von meinen Kollegen und Mitarbeitern. Ja, dann spielen wir den noch jetzt. Ben Zucker, Was für eine geile Zeit. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der Chef bei uns on Air. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen oder eine Organisation vor. Und der Chef ist dann live bei uns hier zu Gast und für Sie im Radio zu hören. Heute zu Gast bei mir Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegut-Supermarkts in der Kaiserpassage oder Kaiserstraße. Hallo Erik. Hallo Carina. Jetzt für alle, es gibt so viele Supermärkte bei uns in Deutschland. Was macht Tegut aus und was ist so das Konzept bei Tegut? Ja, wir sind ein Handelsunternehmen mit fast 280 Lebensmittelmärkten in Süd- und Mitteldeutschland. Wo kann man uns finden? In Hessen, Thüringen, Bayern, Göttingen, in Mainz. Da haben wir auch vor 8 Wochen eine neue Filiale eröffnet, okay. In Mainz-Hechtsheim, in Stuttgart und in Ludwigsburg. Wir haben 3 Konzepte bei Tegut. Im ländlichen Raum haben wir die Tegut Lädchen, haben wir ca. 4200 Produkte im Sortiment. Mhm. Dann haben wir inhabergeführte Filialen, da gibt es ungefähr bis 7200 Produkte. Und wir haben zentral geführte Supermärkte von 800 Quadratmeter bis 2500 Quadratmeter. Und haben wir die meisten Produkte, da haben wir 23.000 im Schnitt. Und was haben wir da alles Schönes? Wir haben gängige Markenprodukte, wir haben günstige Preiseinstiegsprodukte. Das Label heißt Jeden Tag. Dann haben wir wertige Eigenmarken mit verschiedenen Preis- und Qualitätsstufen. Dann haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Tegut Reinheitsversprechen. Das heißt zum Beispiel ohne Geschmacksverstärker. Dann gibt es die Premium-Marke Tegut vom Feinsten. Dann haben wir Tegut Bio und weitere Verbandswaren wie zum Beispiel Bioland, Naturland, Demeter. Und was auch sehr interessant ist, 1982 hatten wir die ersten Bioartikel im Sortiment und aufgelaufen oder bis jetzt haben wir in dem Sortiment 3800 Bioartikel. Oh, das ist schon eine ganze Menge. In welches Konzept fällt jetzt die Filiale, in der du Filialgeschäftsführer bist? Genau, meine Filiale, das ist ein Supermarkt und wir haben ca. 15.000 Artikel im Sortiment und haben 1100 Quadratmeter im Bahnhofsviertel. Ja, das ist eine ganz schöne Fläche. Das ist schön, ja. Was hat Frankfurt so für eine Bedeutung für Tegut? Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Umschwungspunkt. Ihr habt 12 Filialen jetzt in Frankfurt, habe ich gehört. Genau, aktuell haben wir 12 Märkte in Frankfurt. Frankfurt ist für uns ein sehr wichtiger Standort. Wir suchen weiterhin nach neuen Standorten für neue Märkte. Und wir haben auch nächstes Jahr eine neue Eröffnung, die uns bevorsteht. Die Konstabler Wache eröffnen wir nächstes Jahr. Und aktuell haben wir im Rhein-Main-Gebiet 80 Tegut-Filialen. Ja, das ist eine ganze Menge, denkt man gar nicht. Jetzt bei dir die Filiale in der Kaiserstraße, ist die irgendwie vergleichbar anders zu den restlichen in Frankfurt? Ich glaube, das ist ja schon ein spezielles Gebiet, sagen wir es mal so. Genau, wir haben einen speziellen Standort, der ist sehr, sehr besonders. Wir bekommen auch ganz viel Besuch und ganz viele Anfragen, wie ist denn da zu arbeiten und können wir mal vorbeikommen? Ja. Und ja, wir sind ein Supermarkt mit, wie gesagt, 15.000 Artikeln. Wir haben halt auch viele Besonderheiten im Markt selber. Wir haben eine Kaffeestation, wir haben viel Convenience, wir haben verschiedene neue Artikel auch im Sortiment. Und ja. Also es ist ein bisschen mehr To-Go wahrscheinlich dann, ne? Vieles To-Go, ja, die wir anbieten. Und wir haben auch sehr viel Laufkundschaft. Wir haben in der Woche knapp 12.000 bis 13.000 Kunden aktuell. Aber haben auch von den Bankern zu den Büromenschen, aber auch zu den Gästen, die uns halt auch besuchen aus dem Ausland, haben wir echt viele Menschen bei uns im Laden. Prima, Erik. Wir werden gleich noch so ein bisschen drüber reden, wie es denn ist. Ich meine, Bio hat ziemlich einen Trend und einen ziemlichen Aufschwung und da ist ja Tegut auch bekannt für. Sprechen wir gleich drüber. Davor spielen wir noch einen Song, den du dir gewünscht hast. Contra K jetzt mit Power.
Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag hören Sie hier zwischen 12 und 13 Uhr den Chef eines Unternehmens oder einer Organisation. Bei uns live mein Gast heute ist Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegu-Supermarkts in der Kaiserstraße. Erik, Bio ist bei euch ein ganz, ganz großes Thema und tatsächlich auch einfach so zum Trend geworden, oder? Ja, bei uns ist Bio kein Trend, sondern wir haben eine Haltung dazu. Der Kunde kann uns vertrauen und vertraut uns auch. Und Bio ist weiter im Wachstum. Und wie man ja auch schon vorher gehört hat, wir haben jetzt schon über 3.800 Bio-Artikel im Sortiment. Mhm. Und das wächst stetig weiter. Ja, ihr wart auch, glaube ich, so mit einer der Ersten, der tatsächlich auf Bio so aufgesprungen ist damals, ne? Also das gibt es ja wirklich schon ganz lang bei Tegut. Genau, seit 1982 hatten wir die ersten Bio-Artikel im Sortiment gehabt. Das ist eine ganz schöne Zeit. Jetzt geht der Trend auch immer mehr Richtung unverpackt. Man sieht überall unverpackt Läden. Passt ihr euch da an? Ja, passen wir uns auch an. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema und ein wichtiges Thema. Und wir haben jetzt schon einige Filialen aufgerüstet und es werden auch immer mehr. Wir haben in den Filialen eine Unverpackt-Station installiert. Zum Beispiel gibt es eine in Altenhaslau und ganz neu in Mainz-Hechtsheim gibt es eine Unverpackt-Station. Das heißt, du kannst vorbeikommen mit deinen Behältern, die bringst du mit. Dann kannst du die selbst befüllen und selbst wiegen. Wir haben aktuell 144 Produkte in Bio-Qualität. Oh. Als Beispiel Nüsse, Cerealien und Nudeln. Ja. Und dann kannst du mit deinen Behältern auch zur Einkosttheke gehen und kannst sie dann auch befüllen lassen. Somit sparen wir auch ganz viel Verpackungsmüll. Ja, und damit gehe ich dann einfach zur Kasse und dann wird das... Genau, wird das abgezogen und alle freuen sich. Ja, und wir haben was für die Umwelt getan. Sehr schön. Aber es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, welcher Markt das gerade ist, was mehr gefragt ist. Ne? Also Bio ist ja nicht bei jedem Standort so krass hochgeschrieben, wie wahrscheinlich jetzt bei anderen Standorten. Genau, in den City-Filialen verkaufen wir ein bisschen weniger Bio. Ja. Und in den ländlichen Regionen ist auch der Bio-Anteil höher. Ja. Ja, und wir werden jetzt auch in den nächsten Jahren in jeder Neueröffnung diese Station mit installieren. Okay. Also für die Konstabler Wache ist das auch mit angedacht. Wann kommt nochmal Konstabler Wache? Wann ist da? Im Juni 2021. Ah, also nächstes Jahr. Ja, prima. Also jeder, der Lust auf Bio und unverpackt hat, der darf dann gerne zur Konstabler Wache kommen. Wir werden uns gleich noch ein bisschen drüber unterhalten, wie du überhaupt so dazu gekommen bist, dass du Filialgeschäftsführer bist. Ich bin doch immer sehr neugierig, das möchte ich gleich wissen. Davor haben wir noch einen Song, den du dir ausgesucht hast, an Mike Hunterei, Pocahontas. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Eine Stunde der Chef on Air hier auf Radio Frankfurt. Wir sind mittendrin. Heute zu Gast bei mir Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegu-Supermarkts in der Kaiserstraße oder Kaiserpassage. Wir haben eben schon drüber gesprochen, was denn überhaupt so alles bei Tegut vorhanden ist. Was kann ich da kaufen? Seit wann gibt es Tegut? Und jetzt interessiert mich auch bei jedem Chef immer, wie kommt er überhaupt zu seinem Job? Das machen wir gleich nach Musik von Wanty und Cool T, The Magic Key. Und davor aktuelles von Nea, Some Say. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag holen wir den Chef eines Unternehmens bei uns hier in die Skyline Studios. Heute ist Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegu-Supermarkts in der Kaiserstraße bei mir zu Gast. Ich möchte von jedem Chef natürlich auch so ein bisschen wissen, wie ist er zu seinem Job gekommen? Erik, erzähl mal, wie bist du bei Tegu gelandet? Ja, ich habe ganz normal eine klassische Ausbildung absolviert in Leipzig. Und nach der Ausbildung kam dann die Frage, wo gehe ich hin? Ja. Und dann gab es eine Sterneausschreibung für Raum Wiesbaden und dann habe ich mich bei Tegut beworben. Mhm. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch in Marburg und dann wurde ich sofort eingestellt. Danke, Herr Steeb. Und jetzt bin ich hier. Ich habe mir auch gesagt, ich mache das nur ganz kurz. Aus kurz sind es jetzt, dieses Jahr wären es 16 Jahre, oh, bin ich schon in Hessen. Okay. Und habe dann verschiedene Führungsnachwuchsprogramme besucht, von der F1 bis zur F4. Und ja, jetzt bin ich hier. Was hast du damals für eine Ausbildung gemacht? Kaufmann im Einzelhandel. Okay, ja. Ja, und dann bleibst du 16 Jahre einfach mal hier. Tja, werden es noch mehr? Auf jeden Fall. Ich habe noch viel vor. Jetzt habe ich gelesen, du hast sogar eine Auszeichnung bekommen, und zwar als Marktleiter des Jahres 2020. Wie bekommt man die? Wie bekomme ich die? Wir werden bewertet nach guten Warenpräsentationen, nach den Kennzahlen, nach dem Standort, nach Events, die wir in den Märkten für den Kunden machen, aber auch Mitarbeiter-Events, die ich durchführe. Ja. Und ja, das habe ich dieses Jahr gewonnen. Und dann möchte ich mich auch nochmal bedanken an mein Team. Vielen Dank.
dass ihr mich unterstützt habt dafür. Ich sag auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was ist bei dir so, dass, wo du sagst, das macht mir an meinem Job am meisten Spaß? Der Kunde ist für mich das Wichtigste und er muss glücklich sein, dass er immer die Ware erhält und bekommt. Und das ist für mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, die Ware muss im Regal sein, damit der Kunde früh um 7 seine Brötchen kaufen kann. Würdest du dich selbst als strengen Chef beschreiben oder bist du doch eher relativ entspannt? Die Anfangsjahre war ich wahrscheinlich strenger gewesen. Ich bin jetzt schon fast 7 Jahre Geschäftsführer. Man wird aber mit der Zeit auch ruhiger. Ja. Und verständnisvoller. Bisschen entspannter wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Was machst du denn so nebenbei? Ich frage immer die Chefs so zum Ausgleich neben der Arbeit. Was machst du dann, wenn du gerade nicht arbeitest? Wenn ich nicht arbeiten gehe, gehe ich gerne joggen. Ich mache Sport, Fitness. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Dann sonntags gucke ich einfach, wo kann ich hinfahren. Ich mache gerne Städtereisen. Letzte Woche war ich in Heidelberg gewesen und das mache ich jede Woche, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Ja, gerade jetzt zu Corona-Zeiten bestimmt auch ganz schön, einfach mal nur Städtereisen zu machen, ne? Ja, man fährt da hin und guckt sich ein bisschen was an, wo auch nicht so viele Menschen sind. Und ja, man muss einfach mal ein bisschen entspannen, weil jeden Tag ist Hektik auf Arbeit. Und wenn man einfach in der Natur einfach mal spazieren kann, ist das auch mal was Schönes. Kann ich vollkommen verstehen. Jetzt bist du nicht gebürtiger Frankfurter, aber doch schon ein Weilchen hier in der Gegend. Was macht Frankfurt für dich so aus? Die Offenheit der Menschen in Frankfurt. Viele haben Verständnis, wenn man hier mal fragt, wo ist das und das. Ja. Und auch die Skyline, die ich hier gerade sehe, ist einfach der Hammer. Passt auch so ein bisschen zu deinem letzten Song, den du dir gewünscht hast. Materia. Oh mein Gott, dieser Himmel sozusagen. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Jeden Tag darf ich mich über Besuch freuen. Heute zu Gast bei mir als Chef on Air. Erik Tietke, Filialgeschäftsführer des Tegut Supermarkts in der Kaiserstraße. Tegut wächst und wächst und wächst, Erik. Wohin geht's denn überhaupt? Ich habe gelesen, eigentlich seid ihr jetzt im Süden noch gar nicht so krass vertreten. Gibt aber große Eröffnung bald, oder? Das stimmt. Und zwar werden wir im Dezember die erste Filiale in München eröffnen, am Bahnhof. Da sind wir schon sehr gespannt und aufgeregt und wir freuen uns auf jeden Fall. Das glaube ich. Und nächstes Jahr dann große Eröffnung noch auf der Konstablerwache. Ja, und zwar eröffnen wir dann im Juni auf der Konstablerwache unsere neue Tegut-Filiale mit den unverpackten Regalen. Und wir hoffen, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte wird. Und mir ist halt wichtig, wenn ihr jetzt Bock habt, bewerbt uns. Gebt die Bewerbung ab bei tegut.com oder kommt vorbei an der Kaiserstraße. Wir brauchen auf jeden Fall noch Personal. Ja. Unterstützung ist immer gefragt. Auf jeden Fall. Prima. Ich sage Dankeschön, Erik, dass du hier warst. Hat ganz viel Spaß gemacht, die Stunde. Und einen Song hast du noch, passt auch so ein bisschen dazu. Marky Mark United, so für die ganze Gemeinschaft bei Tegut, oder? Das ist richtig, genau. Dann sage ich Dankeschön. Danke, Carina.